Hi, ich bin euer Sven. Schön, dass ihr hier wieder einschaltet bei Destiny TV. Ich möchte euch mal darüber aufklären über die Zukunft von Destiny 2. Die wird nämlich bis zum Jahr 2023 weiter bestehen, die Zukunft. Und Destiny 3 scheint auch mal vollkommen vom Tisch zu sein, auch bei Bungie, die in einem Stream es sehr stark angedeutet haben. Denn da haben sie uns die nächste Erweiterung vorgestellt, die wir im September bekommen werden, die bis 2021 laufen wird. Denn in 2021 bekommen wir die nächste Erweiterung und die wird bis 2022 laufen. 2022 bekommen wir nochmal eine neue Erweiterung. Von den letzteren beiden Erweiterungen haben sie uns nur die Arbeitstitel bisher mitgeteilt. Bleibt abzuwarten, was da noch mitkommt und uns erwartet. Aber die Arbeitstitel lassen vieles erahnen und erhoffen noch, was da auf uns zukommt. Ich finde das sehr positiv. Das heißt, wir bleiben bei Destiny 2 und Destiny 3 scheint komplett vom Tisch zu sein. Und das scheint auch für die weitere Zukunft dann weiterhin zu gehen. Wäre natürlich sehr interessant zu wissen, was ihr darüber denkt. Teilt es uns doch in den Kommentaren mit. Ansonsten war es das von mir. Euer Sven. Noch viel Spaß bei dem Trailer. Deswegen habe ich euch hierher gebracht. A gameplay from Destiny 2 Beyond Light. Where I come from, the Darkness One. I have witnessed this firsthand. I refuse to let it happen again. It's time the truth presented itself to you. Darkness resides within, beckoning you. This is a truth we cannot hide from, and so we must embrace it. The line between light and dark is so very thin. Let's cross it together.
the destruction they crave. You're not brave. You've merely forgotten the fear of death. I am Gaul. And your light is mine. And without the light, are we even guardians anymore? We should have been there. Any last words? I'm coming home, Ace. So, this is to be a reckoning. For our collapse, our coming back. We've been waiting. We are your salvation. The line between light and dark is so very thin. You're on. A side should always be taken. Even if it's the wrong side. Die Allmacht ist nur noch ein rauchender Haufen Asche. Und mit Verbündeten wie Rasputin, wer kann uns da aufhalten? Ihr Schatten reicht von Titan bis Merkur. Ist Ihre Botschaft eine Warnung? Ein Trick? Das können wir erst beurteilen, wenn wir Ihre Worte selbst hören. Ihr bringt Waffen. Ihr werdet sie nicht brauchen. Wir sprechen nur die Wahrheit. Die Dunkelheit ruft uns, aber etwas schreitet ein. Savatun. Wir sind die letzte Linie, die den zweiten Untergang aufhält. Mach dich bereit, Hüter. Diese Schlacht ist noch nicht geschlagen.